Einen wunderschönen guten Abend, den Club Bailey ist wieder da und vor uns steht die Lara und ihr ist kalt. Wieso ihr kalt ist und wieso sie so wirkt, das ist mir unbegreiflich, weil sie killt die Leute mittlerweile ja angeschaut. Und sie ist im Dschungel, also tropisch und so. In der vergangenen Folge sind wir, wie die Umgebung erkennen lässt, crashed and burned, und zwar über dem Dschungel von Peru, wenn man nicht alles täuscht. Da oben sind wir außer Plopst, haben das Ganze absolut unbescholten überstanden. Absturz aus normaler Flughöhe. Und einem zerbröselnden Auto, Flugzeug. Und jetzt... Und jetzt gehen wir den Miguel suchen, das ist der Pilot. Und natürlich den Jonah, den wir immer suchen. Seit dem ersten Teil, im 10-Minuten-Tag. So, was ich sagen wollte, ist, ich hab mir ein bisschen schlau gemacht zu diesen Freezes, die ich gehabt habe, oder immer noch haben wir jetzt, weiß ich noch nicht genau. Konnte am DirectX 12 liegen, wie immer. Deswegen ist der, die Aufnahme jetzt, passiert jetzt ohne DirectX 12. Could be useful. Optisch macht's dabei keinen Unterschied. Glaube ich halt. Hoffe ich halt. Und wenn sie Performance I'll verbessert, fucking fine with me. Und da war schon der erste Mikrostotter. Hello? Anyone? Ich glaube, dass mit dem Sound zusammenhängt, weil komisch war es immer dann, wenn sie irgendeinen lauteren Schrei oder längere Konversation vom Stapel lässt. Immer dann passiert dieser Mini-Lag. Was sind das für Geräusche? Ja! Vogel! Der Vogel ist tot! Er ist beim Klettern abgestürzt. Ja, also ich kann es echt nicht sagen, macht DirectX einen optischen Unterschied? Ich meine DirectX 11 gegen DirectX 12? I know not, man, das schaut so auch pretty fucking amazing aus. Mit Betonung auf pretty. Ich hab keine Ahnung, wo er überhaupt hingegangen ist. Ah. Ups, ups. The Silver Crown Mountain. I'm getting closer. Und da ist der Jonah. Someone's over there. I have to get to them. Wer wird das sein? Mr. Jonah. Oh ja. Schockeffekt. Immer so praktisch, dass die Geologie da, die Topografie da so betroffen ist, dass immer. immer passend irgendwie Abschwungkanten zur Verfügung stehen. Da wieder Hackler. Das ist eine nette Aussicht. Howlers. Howlers. Howlers, die gar seltsame Geräusche machen. Bäh. Ich meine, die offen nicht irgendwann zum Problem. Jump! Whee! Ah! Flop! Willkommen im Treibsand. Bis zum Nobel in der Letten. Und wieder werden Erinnerungen ans Bierzelt lebendig. Someone must be around. Hello? Jonah! Miguel! Can you hear me? Jonah! Where are Miguel! You? Gerhard! Das setzen wir uns doch mal ans Lager, ja? I didn't know the storm would hit so hard. This is all my fault. I should have listened to Jonah, thought it through.
I never should have taken that dagger. I hope no one else was hurt. No other village destroyed. Jo, aber... I need to stop these cataclysms before it's too late. Kommt los. Na. Ja, was ich sagen wollte, das Denken war noch nicht deine Stärke, Schatz. Aber das ist gemein. Weil irgendwann musst du ja die ganzen Sprachen gelernt haben, nicht? Man, vom Altbyzantinischen übers Proto-Indogermanische hat es ja alles im FF. So, und das ist jetzt der Skilltree, der komplett anders ist als alles, was jemals bei Tomb Raider in Gebrauch war. Was haben wir denn da? Eagle Sight Seeker, Außenmeer Seeker. Blau ist Seeker. Blau ist offensichtlich. Increase the chance of finding rare animals. Gain the ability to harvest dart poison and venom from spiders and beetles. Das ist nice. Harvesting requires makeshift knives. Blup knife. Crow's Hoard. Large capacity ammunition and resource search is now available to purchase from merchants. Wenn ich das schon lese. Wenn ich was craft, dann will ich es haben und nicht freischalten, dass ich es kaufen kann. Das ist Bullshit. Aber das blaue Zeug ist offensichtlich Crafting und Survival. Und Looting. Das grüne Zeug. Let's Flare Round. Concussive Shells. Stun. Automatically loot enemies killed by a stealth takedown. Das will ich. Viper's Lure. Craft Lure Arrow. Attract and kill nearby enemies with a poison cloud then when triggered. Obscure lines of sight. Klingt auch cool. Zwei Skillpoints kostet die Gaudi, zwei hätte zur Verfügung, konnte ich machen. Ein bisschen weiter schauen. Viper's Snare. Lure Traps. Oder Enemy Corps, Alter. Anolis Needle. Vestige Outfits. Require fewer resources to restore to glory. Na geh. Kosmetik Skill? Echt? Oh man. Increase breath capacity when swimming underwater. Stacks with Cayman's Breath 2. Was ist Cayman's Breath 2? Cayman's Breath 2, keine Ahnung. Kill a second enemy during this, ist schon mal super. Das was ist auf das? Scavenger? Scavenging. Das suchen, looten und Munition und craften. Und das ist never slip when grabbing ledges. More reaction time for traps and grappling enemies. Warrior steht dabei. Incapacitate unarmored enemies with a counter attack after dodging. Da habe ich noch nie Meng. Reduce damage when falling from heights. Maybe. Resist damage from enemies for a short period of time after healing wounds in combat. Na, wandern will ich stärker werden. Visual assistance when aiming at an enemy's head. Jagged Fury. Resist damage from enemies for a short period after performing a stealth kill takedown. Mit dem da kombinieren, was das? Reach full draw weight more quickly. Reduce time between charged shots. Das klingt gut. Das will ich. Ja, bitte. Fertig. Schneller schießen mit Pfeil und Bogen immer gut, weil es ist eigentlich die einzige Schwäche vom Bogen. Unavailable und unavailable. Und fertig. Okay, Jonah. Was ist das? A flight log book. This is the flight log from our plane. Miguel made notes about the long-term weather forecast. Warm. Hot and dry for the next 3 days. Highs in the low 30s,
Mostly clear skies with nothing but light rain expected. Based on his other entries, if Miguel had thought the chances of a severe storm were better than half, he wouldn't have flown us at all. But there was no storm predicted, let alone something serious. Ja, Lara, das heißt, du bist schuld am Tod von Miguel. Ja, das Gewissen. Jetzt wiegt es wohl fürs Test. Entschuldigung. My gear is in that cargo. I'll need to cut it down. Gut. Was die Viecher machen am Verhöhl. Cut it down. Geht nicht, wenn wir gemessen haben. I need something to cut that down. Sharpen object is required to cut rope. Und das sharpen object gibt's da drüben. Judging by the direction, she is there. Maybe a piece of scrap from the wreck. Oh, da haben wir was. Genau. Propellerplatte. Okay, das ganze Wrack versenken. Damn it. Won't be able to open that without a tool. Was? Ich kann nicht das Zeug außer schütteln ohne ein Messer? Das ist ja wohl ein Scherz, oder? Dafür kann ich Blumen pflücken. Wie eine große. Ui, was geht hier aus? Bist du narrisch? Sieht das aus? Geht hier aus? Hammer. Kommst du? Kommst du was? Komm nicht ran. Ah! Die kommt mal in Geschissen, gell? Wo ist mein... Was sieht denn da immer noch? Ist das jetzt wirklich aufgetaucht oder was? Das ist ja okay, gehen wir Wracktauchen. Warum nicht? Wracktauchen und Blumen pflücken. Markerplatte. Yummy. Hey, verdammt, diesmal meint sie es ernst. Moräne. Yikes. Was? Und Matsch, es ist das Moränenviech. Ordentlich zerhackt. Brave Lara, auftauch. Hat die Lara gut gemacht und wird sie auch nicht ausgelacht. Jetzt kann ich hoffentlich die Kisten aufmachen. Sicher genau am Sack. Kann ich umbringen? I wanna zerhack you. Ihr Röschel, ihr macht es ja widerlich. Na gut, wir haben ein scharfes Stück Metall. Good, but it's dull. I need to find something to sharpen it. Collect salvage to sharpen knife. Salvage. Bissi, was haben wir ja schon gefunden? Gott, was sind das für Viecher? Wasserschweine, ja. Exactly what I was looking for. Just need a bit more. Und was ist das? Das könnte ein Challenge Dungeon sein, oder? Ja, ganz sicher auch noch. Du bist doch ein Spezial Dungeon. Missing Gear! Progress past this point requires a climbing axe. Which? Oder irgendwas? Na, lieber Viech. Und ich muss sagen, ohne DirectX 12 bleiben diese Macro-Freezes aus, schaut's aus.
Und ich bin echt blind und deppert dazu, dass ich sagen kann, ja, da besteht ein optischer Unterschied zwischen DirectX 11 und DirectX 12. Wenn ihr im Vergleich zur vergangenen Aufnahme einen Unterschied erkennt, dann sagt's mir's bitte. Ich sehe auf jeden Fall nichts. Sieht nur Bäumchen. Zum Zerhacken. Toter Konquistador. Oh Mann. Hat noch nie wer gefunden, was ist das? Map. Ein toter Konquistador. Missing Gear. Rope Arrows. Was mag sich hinter jener Wand, die feinschäuberlich mit Seil verschlossen ist, verbergen? Ich weiß es nicht. Das Wasser da schaut scheiße aus. Und so wird's, brauche ich noch wie vor. Yikes. Totes Wasserschwein. Ich kann Wasserschwein ausnehmen, aber ich kann nicht Seite zerschneiden. Das ist ein gar seltsames Stück Metall. Ah, Salvage. Jetzt muss er die Got everything I need. Should head back to camp. Okay. Let's do that. Hello, Camp. Look at me. Look at me heading back to you. So, jetzt ist das Inventory freigeschalten. Fantastisch. Wir aktivieren das Messer. Weil mit dem Messer geht's besser. Ja, und? Fertig. Hab ich ja gerade gemacht. Danke. Ah, jetzt. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich geniales Kampfmesser. Das sieht da mit einem Stickerl Zwirn und einem Kaugummipapier aus dem alten Rotorblatt gemacht hat. Spitzen-Lara. MacGyver-Lara. So, jetzt aber. Schnipp, schnapp. Something still holding the supplies up. Mhm. Da drüben. Wir brauchen nur dem Seil noch gehen. Noch mehr Supplies. Und Federn. Muss ich geschwind um mich schauen. Federn aufklauen. Yes! Now I can get my gear back. Boah, die Viecher. Also das Gekonze ist unglaublich. Miguel! Why didn't I pack all my equipment together? Keine Ahnung, Schnuckel. Keine Ahnung. Miss Croft? Anyone? Come in! Miguel? Where are you? Damn! Super, jetzt haben wir Pfeil und Bogen. Bauen wir noch gleich ein paar Pfeile mit der linken Maustaste, je nachdem wofür Waffen das Arquivet ist und was für Munitionsort, baut man sie ja schließlich früher, also gleich wie früher. Übrigens ein Umstand, den ich ewig lang nicht kapiert habe. Weder in Spiel 1 noch in Spiel 2.
Da sehe ich einen Übergang. Wie praktisch. Ich werde ja bloß mit Wasserschweine ermorden. Interessanter Pfeifferschwind. Bleibt nicht mehr im Holz stecken. Rückschrittalarm. Was ist jetzt? Willst du bitte weiterklettern? Mal schön Medizin mitnehmen. Also, ja, Miguel? Wieso? Kleines Detail. Das war nämlich. I don't like this. No, I don't like Miguel? This. Miguel? Where are you? Oh no. Miguel? Miguel? Das schaut nicht gut aus. Das ist nämlich viel Blut. Viel zu viel Blut für nur eine kleine Platzwunde. Oh fuck, was ist denn da passiert? Ich glaube nicht, dass er den Schurk freiwillig da liegen lassen hat. Und den auch nicht. Und was ist das, der Rucksack? Ah, nicht. Wir folgen vorsichtig der Blutspur. Mit dem Vogel. Das ist einfach ein blöder Vogel. Kann der Vogel nicht looten? Hat der Vogel erbeutet. Hoffentlich nicht das Blut vom Vogel, sondern vom Miguel. Also hoffentlich nicht, aber. Ja, okay, also das ist definitiv zu viel Blut zum nebenbei verlieren. Miguel hat ein ernsthaftes Problem. Kopft. Wahrscheinlich. Ui. Ah, fuck me. Okay, Miguel. Oh shit. Oh shit, es ist eine Katze. Es ist eine große Katze. Große böse Miezekatze. Kotzen, aber wenn so ein Jaguar oder Puma oder was das ist, oh scheiße, es sind zwei Katzen. Ara. Ah! Holy shit. Gibt dir aber gut gesagt. Gut gesagt, Lara. Wo ist denn jetzt die Leichnam schnell vom Miguel? Oder da vorne irgendwo sein. Außerpatch. Oh Gott. Und die Affen haben mich nicht mehr gewarnt. Got to be careful here. Ich rechne jede Sekunde damit, dass man ins Gesicht tupft oder dass man beide ins Gesicht tupft. Hey.
mir nicht ganz sicher, renne ich dem Viech nach oder renne ich ihm davon? Das klingt schlecht, das klingt ganz schlecht. Da, Mist, da ist er, ne? Da oben, wo, da ist er! Damn! Yes, that's it! Wieso bewegt sich das Teil nicht? Okay, dann knall ich ab. Alter, wie oft muss man dem Ding ins Gesicht schießen? Ja, yes, genau. Alter, was ist das für ein Dreckspark? Was ist denn der Mist? Okay, das ist definitiv ein Bug gewesen jetzt. Was ist denn der Scheiß? Da ist er wieder. It's working. Ja, it's working. Jetzt bringt mir das Drecksviech um. Auf eins heilt man, wo ist er? Schaut, das ist so eine Kacke, echt. Warum das Wasser schön? Ah! Da ist er wieder! Böse, bitte Katze. Ja, das Scheiße. Ah! Damn it, das sind zwei. Oh, irgendwann explodiert man der Hals bei sowas. Die Anspannung. Für einen Panther oder Puma ist das Teil aber schon riesig, muss man sagen. Das sind tigerförmige Dimensionen. Ja, der hat erkannt, er hat gewittert. Du kleine Lara, bringst den Weltuntergang. Dich esse ich nicht. Ich bin jetzt nämlich böse auf dich. Ich bin ja schließlich ein Avatar der Natur und du hast die Natur gestört. Und darum esse ich dich nicht. Weil Abschreckung, nicht aus Abschreckung. Als Abneigung dir gegenüber. Okay, brauch noch mal ein paar. Also wirklich haufenweise Pfeile verschossen. Also das war jetzt, sowas fällt mir ja nur an, weil das war buggy. Ich hab den ganzen Köcher ins Gesicht verschossen von dem Ding und das war ihm vollkommen wurscht. Und ich hab den Videobeweis. Und ich bin immer noch verletzt. Warum liegen da Stoffe rum? Stoffe und Totenköpfe. Es ist egal, es liegen in der Tomb Raider Welt liegen überall Totenköpfe rum. Im Restaurant, in der Bushaltestation, im Krankenhaus, auf diversen Cooler-Partys. Da kann ich wieder runter heilen. Tap F1 zu heal. So, und jetzt geht's wieder besser. Runde ab. Sehr eckig. Jetzt geht's hier wieder
Besser ist immer noch? Ja. Das ist der ewige Medizinbusch. Ah, da wird's hoch. Noch ein Medizinbusch. Das. Gesundgebüsch. Ja, also ganz schlecht. Die Sache mit dem Jaguar, Puma oder was auch immer das sein soll. Ganz, ganz übel. That's part of the wreckage. Jonah! Ganz, ganz übel im Sinne von verpackt. Der hat locker 6 Pfeile genau zwischen die Lichter gekriegt, der Jaguar. War ihm vollkommen egal. War ihm blunzen. Jack's Journal, who the fuck is Jack? 6th of June. Father's outward enthusiasm is at an all-time high. Though I have doubts. In the middle of the night, I have caught the whites of his eyes reflecting moonlight, his stare vacantly locked to the stars. Were it not for all the stories he has shared of the Amazon in the past, I would mistake his gaze as regretful, even mournful. Perhaps it is simply these insects making their way through our head nets causing him such consternation. Who is Jack? Where's Jack? Hübsch, sehr hübsch. Unglaublich viele Heilpflanzen gibt es im Regenwald, aber das ist ja nichts Neues. Das ist der gelbe der Schwimmbad, keine Ahnung, was da drin sonst noch drum paddelt. Missing gear. Progress past this point requires climbing eggs. Climbing eggs. Okay. Dann gehen wir wieder oben. Elegant. For Croft, elegant. Was ist das? Jack's Journal. 1st of August. Tonight, sleep escapes us. The jungle is angry and the moon is uncooperative. The human imagination wanders endlessly in the dark this deep. I can hear the jungle's breath ruffling behind my ears, its low growl shaking the very ground we lay on, its manic energy rustling through the trees above. Rest has become the lead on our search, finding us at the most inopportune time. I have caught Father dozing off mid-step and his hand barely clutching his walking stick. We run out of food and are sustained almost entirely by gathered berries and rainwater. The both of us are far too unyielding to give up. I fear the very stubbornness that led us to this point may also be that which leads us to our early graves. Das ist ja eine sehr tragische Geschichte, Jack. Aber who the fuck are you? Was gibt da noch mehr zum Sehen? Jack hat hier einen Pisseimer und was sind das? Eimerglasl? Was raus? Aufklettern. Das ist ja Blödsinn. Also wenn es irgendwo leicht zum Aufklettern ist, dann da. Das trauen wir ja sogar ich zu, dass man da aufkommt. Ja. Klebt an der Wand wie ein Plastik-Oktopus. Aber wenn es einen Stirn vor sich hat, versorgt es mehr oder weniger. Was da auch nicht? Wirklich. Ernsthaft. Na gut, dann mach dich nass. Geht auch nicht. Wieso ist denn das Spiel wird so begrenzt da?
Was macht der Frosch da? Steht in der Portierstellung vor mir? Ah. Okay. Gehen wir halt da. The plane. Jonah, are you there? Parts of it. Wieder praktisch, praktisch. Sehr praktisch alles. Hui! Na schau mal. Mein Climbing Axe. Jonah! My dear. I thought I got you killed. Hey, do you know what happened to Miguel? He didn't make it. What's wrong with your arm? Some sort of parasite. I was looking for some wormwood, but it doesn't grow around here. Let me see. Wait, what are you doing? If we leave it in there, it'll only get worse. Sit. Sit, I want to amputate your arm. You sure you know what you're doing? I had something similar happen to me when I was a child in Egypt. I won't lie, it's gonna hurt. You think that storm from earlier was the storm? The one from the mural? I don't know. I think maybe we should stop and take stock. We've been pushing so hard forward, flying into that storm. I didn't think it was gonna be that bad. I should have insisted we turn back. I mean, I get it. You lock onto a problem and everything else just disappears. Jonah. Hey, I'm with you. It's my choice. Most of the time. Wieso hat der Jonah plötzlich trivial? Who stops the cataclysms? Who keeps Trinity from doing what they want? Die Augen ihn nicht blinken. Naja, er ist ja stark gealtert. Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. But maybe for the sake of a few hours, we could have turned back. Maybe we should give him a name. Okay. Eli? No, my cousin. He's always trying to get under my skin. Goodbye, Eli. Das ist kein Parasit, das ist ein Regenwurm. Thanks. We should go. If we can find Kowak Yaku, we can rest for the night. Sounds good. Kowak Yaku, das nenne ich doch mal an Ortsnamen. I think we can see the village through the vines over there. Ja, lass dich Zeit. I'm glad you stayed at the crash site. Well, if you were out there, I wanted you to be able to find me. I had a flare gun, so. Yeah, I think Miguel was heading toward it when. Poor guy. Los der Zeit, Jonah, ihr müsst da noch plündern. How'd you manage to get Eli in your arm anyway? I was trying to figure out if the water was clean. Got my answer. Hop, da war was. Genau. Wait. Hold up. I'm coming. Do you really believe in all that stuff that you said? What stuff? About the cataclysms? The apocalypse? I believe that if it is true, it's important enough to die for. Or for Trinity to kill for. So this is really about revenge? No, I... Schon wieder Schädel? Random Schädelhaufen? Wirst du sie heute so kehrt im Dschungel? It's real. We can get through here. Give me a hand. Boah. Das wird's drum, heute sieht's ganz gut aus.
Okay. You see that? It must be Kwakyaku. We have to get down there. Das ist eine Metropole mit einem Fernsehturm und einem Maya-Tunnel, Tempel. Kwakyaku. Kwakyaku. Okay. Kwakyaku it is. Let's move. You sure this is a path? Come on, stay close to me. This is definitely not a path. Ich dachte auch nicht, da um mich hat, ganz ehrlich. Bei aller Liebe, Frau Croft, aber. Oh. Oh, God. Almost there. Almost there. Heard that before. Oh, gotcha. You right? I'm okay. Es muss jedes Mal das gleiche sein. Okay. Okay. You're right. I'm okay. Seit wann ist denn er wieder so Wusse? Der Hund war schon am Himalaya freihändig, mehr oder weniger. Was sieht's da? What do you think built all this? It could have been the Inca. They knew a lot about hydraulics. Ja, also ganz klar, dass das erkennt man anhand der einbauten Hydraulik. Was war das jetzt? This depicts the Incan god Khon. He was the son of Inti, the sun god, and Pachamama, the moon goddess. Khon was in charge of the wind and the rain, although in some legends he was only in charge of the weather that came from the south, while his brother Pachacamac was in charge of weather that came from the north. Ist ja ein ganz toller Hecht. Maybe. This one. You want to try it? I think I'll stick to the bottles you found in the cargo from the plane. I'm not sure. The dialect is familiar, but something's not right. Can't decipher. Increase Lara's knowledge of the Quechua dialect. Decipher the monolith. Naja, you know, if I had known how much time I'd spend in the wilderness, I'd have paid more attention to Boy Scouts. Wasn't your thing? Well, my family situation then. Cinnabar was used in the ancient past for producing a bright orange pigmentation on ceramics, murals, tattoos, and in religious ceremonies. Cinnabar. Das klassische Zinnoberrot, Cinnabar. Was gibt's sonst noch zum Sägen auf dem. Auf dem Heferl? Fisch? Nein, also das wird die. Das wird die geflügelte Schlange sein, oder? Wirklich Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Schwartisch. Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Ach Gott. Mittelamerika. Naja. Und wieder Totenschädel. What the fuck is this? Ein riesen Monster von einem Gorsbock oder was soll das sein? Was ist das? Sind das Wurzeln, die in. Nein, das. I know not. What about you? Ever do Girl Scouts or Nature Camp as a kid? Does boarding school count? I don't know. Does it? Probably not. But Roth showed me some things. I always preferred the company of adults anyway. Yeah. I'll miss that guy. Me too. The canopa serves as a receptacle for offerings of cocoa and animal tallow. The stuffed canopa is thrown into the farmer's field at the start of the harvest season as a gift for Pachamama, the mother god. It is said, if the present is accepted, the farmer will yield large crops in a successful breeding season. Okay, das ist so Wasserschwein. Und was war drin? Man weiß es nicht. Das sind unsympathische Viecher.
Keine Ahnung. Lama? Das soll ein Lama sein? Das hätte jetzt als Wasserschwein identifiziert, wie die Fresse. Also kein Lama. Bitte. Bitte ein Lama. Ah, Monolith unlocked. Moment. With Eli gone, your arm should heal quickly. Yeah. I feel a lot better already. Kann ich jetzt? This describes something nearby. Two serpents guard life and death. I lie trapped within their eternal struggle. I lie trapped. Ja, ich hab ja gerade zwei so Schlangendinger gesehen. Who lies trapped within the eternal struggle? Oh, die zwei. Nun? Ja. This should come in handy. Was war das jetzt? Dinge. Das waren jetzt Dinge. Ich habe Dinge ausgegraben. Und die Dinge in mein Dings gesteckt. Jetzt Hinabi. Sind das wieder Windspiele aus? Mensch, ja natürlich. Dann, wer macht Windspiele aus was anderem als Totenschädeln? Das ist ja vollkommen lächerlich. Mhm. Das ist so Zuckerbücker, was bist du? Was ist das da hinten? Irgendein Ikanaya-Ornament? Noch mehr Dinge. Ich freue mich. Ich freue mich. Schau. Noch mal was übersehen. Ah, nein, das war das mit dem Nordwind. Nordwetter. So. Großer Mann. Was machen wir da jetzt? Wir haben eine begeine Zuckerbücke. Wir haben wieder mal einen Mahlstein. Ohne Mahlstein geht in der Welt von Tomb Raider gar nichts. Give me a hand. Tu weiter, komm, komm. Schau mal, macht das. Nothing. Okay. Let's let it go. Slowly. Ja, let it go. Wir haben ein Ding, das kippt. Und wir haben ein weiteres Ding, das auf das Ding, das kippt zu. Das könnte ein Aquädukt sein, was? Aquädukt zur Leiter. Ich wette, du bist ein Aquädukt. Ja. Alles blutig. Da war er wieder, der Mikrojack. Also, der Micro Freeze. Hey. That did something. I think the water powers the bridge somehow. No, Tatsache, jetzt fließt Wasser. Wow! Ah, shit. Jetzt fließt Wasser und jetzt werden wir dann noch einmal auftauchen. Gehört da schon, ne? Das Ding fühlt sich dann in den Kühlen. Good. Let's see what those counterweights do. The counterweights get hurt. Oh, the bucket's leaking. Bucket's leaking. Mhm. Aber da können wir sicher am Pfeil einen natzen, genauso wie da drüben. Das heißt, das da. Jonah steht immer noch bereit. Ah, der streitbare Jonah. Wenn man unten die zwei Dinger ver. Jetzt genau, jetzt renne ich da oben. Oh ja. Boom. Zack. Okay, Jonah, you can let go. Was ist die Brücken eigentlich? Perfekt. Super.
paar Hitze. Jonah ist schon drüben. Wie ist denn da rüber gekommen? Abnormal. Guess we go through here. After you. What's that? That, my little friend, is pure gold. Help me with this. Entschuldigung. Es ist schon wieder ein bisschen spät am heutigen Sonntag. A recipe. Seems to be a mixture of herbs. It could help if we run into any more jaguars. Let's hope we don't. Way out is over here. Warte, nicht so schnell. Was hat denn er für einen Stress, bitte, Gwäsche? Was ist das? Eye of the Eagle, press F4 to use the perception herbal mixture. Genau. Superkräfte durch Kräutertee. Die ist Moga. Schon wieder mumifizierte. Naja gut, es ist eine alte Mai-Ruine, da können schon mal Mumien vorkommen. Wollen wir mal nicht so sein. So, ist was in der Tür. These are different from the ruins in Mexico. Das ist mein Jo, sind ja nicht in Mexiko. Your dad's notebook say anything about Peru? No. I mean, there is supposed to be a secret city of gold in Peru. Paititi, every treasure hunter on earth is looking for it. But dad's notes stop in Mexico. Like he lost interest or... Or? I don't know. The next volume picks up in Syria. A passageway. That's promising. Remind me... Und die Picture of the Lords of Xibala, ja, und wie, wo ist jetzt das Ding? This depicts the Incan god Cone. Na. Conqueror's struggle for power. Cusco belongs to Hernando Pizarro. Rightful representative of the Spanish crown. Diego de Almagro has been captured. Rodrigo Orgones is dead, and the rest of their heretic forces routed. We made a crossing over the mountains and appeared on the coast outside of Cusco. Orgones marched to meet us at Cachupampa, a poor choice for his cavalry. His falconets threw Gonzalo's infantry charge into disorder. But the swampy ground prevented his seasoned cavaliers from true advantage. Our imperial arquebusier breached the river and unleashed hellfire on the opposition. Pizarro and Orgones led their respective cavalries, each merging to a single charging column, all of the men yelling, and met at full gallop. I had never seen such a thing. Somewhere in the chaos of battle, Orgones was shot and unhorsed and killed. They say the coward Almagro retreated from the battlefield atop an ass. Fitting. Excerpt from Alonso Luiz's journal. Mhm. Bei welcher Gelegenheit habe ich das gefunden? Pantheon of the Gods, vielleicht dort dabei. Lords of Xibala, ja, das ist ja das. These two gods are the rulers of the Maya underworld, Xibalba. Literally the place of fright. Vukub Kakwish, whose name means seven macaw, was a monstrous bird who was said to carry the false sun in his beak. His subordinate was Hunkame, which means one death. They are both defeated and killed by the hero twins after challenging them to various sports and games in which both sides cheated. Vukub Kakwish lost his game of darts when the hero twins used blowpipes.
Schuju! Ja, was schön mit dir zu sagen. Nicht viel. To the silver-crowned mountain where the twins confer. How far do you think it is to Kwakiaku? Assuming we're going the right way, hard to say. But the irrigation system is a good sign. Right. People were here at some point. Let's just hope they still are. Und was war das wieder? No fucking clue. Warte mal, das war. It's such a relief to have Jonah back, especially after Miguel. At least Jonah didn't ask what happened. The Jaguars. I don't want him to worry. We have to stay sharp if we're gonna get ahead of Trinity. Eagle's Wing, das ist zum Pfeile looten, so immer eigentlich immer ganz gern. Increase the amount of man-made crafting resources gathered from each sis. Das ist auch nicht schlecht, das nehmen wir. Bitte loot! Und da können wir jetzt unser Gelumpert ausbauen. 2 upgrades available, das ist schon mal nicht schlecht. Keine Bogen. Knarre, aha, das ist okay. Das ist auch komplett anders als früher. Das war das Locked. Da haben wir zu wenig von Fällen, nehmen wir an. Da war das gleiche. Aber das, der Grip Wrap. A Wrap Grip provides better handling of the bow and faster draw speed. Immer gut. Oder Wrapped Strings. Thin hide wrapped around the bow strings decrease finger tension, allowing for additional hold time. Na, das da. Mehr geht eh schon wieder nicht. Okay. Ja, ganz toll, ganz toll. Was haben wir einfach gemacht? Mei, der ist schon wieder irgend so ein Deppertsviech vorbei. Ja, noch aggressiv. Und da ist wieder eine. Du bist eine Spezialtumbe. Ich habe etwas gefunden. There might be a way in. If it's not civilization, I'll wait here by the fire. Na, an und für sich habe ich jetzt für sowas ja eigentlich gar keine Zeit. Aber sie marschiert eh ohne mich. Ja, marschiert halt weiter. Wollen wir schon da sein. Aber in dem vorigen Gebiet kommt die jetzt ja auch rein. Durchs gelegt. Unknown Area, Challenge Tomb, ja. Wenn man die Challenge Tombs habe ich ja eigentlich immer sehr gern wegen. Und jetzt, wo die Riddles auf Hard sind, wird das sicher umso cooler. Da kommt so viel raus, guck mal. Moment. Momentchen mal. Fällt mir ausgesprochen gut. Man sieht da keine depperten weißen Streifen mehr. Auf Ledges und so weiter. Fällt mir auch. Explorer Pack Bag.
backpack. And a secret revealed. Wow. Ah, herrlich, ich stehe drauf. Tomb Raidern. Tomb Raidern wie früher. Also das ist echt eine Spitzenerweiterung. Dass man... Dass man diese ganzen Hilfestellungen ausschalten kann, das finde ich spitze. Kann ich auch grappeln? Kann ich? Ah, vier Schwinger, Finger, Schwinger, Schwinger. Genau, da wird's zum Schwinger. Hüpf. Lara macht's persönlich. Ganz easy. Ganz gemütlich. Jetzt hat der Sound spontan ausgesetzt. Und es tickt wieder eine Konquistador. Ui. Ui. This gear is early 20th century. Das kommt jetzt der Jack sein, oder? Das ist so ein Tropenhut vom britischen. Forscher möglicherweise. Genau umschauen. Was hat mein Instinkt? Gar nichts, ehrlich. Fantastisch. That starched shirt Fawcett may be getting all the attention, but I know his time is almost up. The world will remember the Timothy Walker as the man who finally found the lost city of El Dorado. We've set up camp in a canyon. It was a grueling journey to get this far. We'll rest here a few days, get our bearings. Some of the men need patching up, and I wouldn't mind one good night's sleep. The men say something came through the camp last night. The jungle is getting to them. I keep telling them that we're close and we need to keep it together. One of the scouts has found a temple of some kind up ahead. We'll start construction of bridges and ladders this morning and head out from camp this afternoon. Mhm. Hat nicht so funktioniert, gell? Offensichtlich, Mr. Adventurer, Sir. Die haben es schlicht erschossen. Fein Arsch und fein Lunge. Hinterkopf, Boogie und schöne Szenen. Auf der Flucht ordentlich dann nagelt. Ja und was? Was tue ich jetzt? So geht's weiter. So, der Sprung konnte sich jetzt allerdings als tödlich erweisen. Oh nein, nicht. What the fuck? This gear is early 20th century. Das ist ja richtig gruselig. Passt. Was man schon mal gesehen hat, das hat man gesehen, das finde ich gut. Und jetzt werden wir das dann nochmal probieren. Mhm.
Na! What the? Alter, was sind das für Gerüche? Das ist ja widerlich. This gear is early 20th century. Ja. Das mag schon sein, Frau Croft. Aber was auch immer sich uns da in den Weg stellt, ist nicht early 20th century. Das ist. Da oben war definitiv irgendwas oder irgendwer. Das ist richtig fies da. I cruisel me. Schnell speichern. Na, Inventory. Ja, stimmt. Ich habe eine neue Föder zurückgekriegt. Das kann man da immer drum wickeln. Und dann wird die Draw Time schon. Mehr, aber. Ist die Folge, das überhaupt im Bühnen? Kann ich die was machen? Nö. Nee. Hier. Ich kann eh nur den Bogen erweitern. Machen wir das einmal. Und halt normal leveln. Wir haben 0 Skill Points, okay. Oh, das war jetzt schier. Da gar nicht eine. Is someone there? Mit ziemlicher Sicherheit. Ich konnte eigentlich mal wieder walken. Und auf Fallen aufpassen. Na, das schaut schon mal extrem verdächtig aus da vorne. Ich wette alles, dass das jetzt nach unten noch gibt. Und verliere. Hammer Urne. Hau die Urne. Ist das? Schrammen. Nicht unvorsichtig werden. Na. Schaut sie hin. Eine gigantische Spinne, das ist so widerlich. Du musst aus, ja. Mecken, Tolteken, Olmützen, Schlafmützen. What an incredible sight. Das mag ja stimmen, dass das eine incredible sight ist, Lara. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass da irgendwer hat probiert hat, uns abzumurksen. Grapple down, swing. Grapple and swing. Gold! Das ist eine Goldmine, super! Goldohr! Ich hab grad Gold gefunden! Geil! Ja, und da leckt es dann wieder so. Ausgeprägt auf einmal.
So, und jetzt werden wir da umhüpfen. Ich hoffe, das geht sich aus. Ja, das geht sich aus. Pry barriers. Tap E repeatedly to pry. Bevor ich pry. Gibt es noch ein Hirse Pry? Naja, na gut, da wollen wir gleich eine. Da pryen wir gleich. Da durch das dickeste Geröll kommt sie durch. Meterbreite Balken und Bloch, kein Problem. Aber das komische Pseudo-Gebüsch, das die eine Glocken gehalten hat in dem einen Tempel am Anfang. Ah, Moment. Da können wir her. Das ist der bloße nicht. Okay, gut. Looks like this might be the way out. Ja, aber ich will nicht aussehen, oder? Ich will nicht aus, ich will da um mich. Alter. Ah, okay, ich sehe. Sechs, das habe ich wieder übersehen, aber da geht's weiter. Grapple Eggs. Throw Grapple Eggs with A while, E while jumping. Eieiei. Das Töpfchen. Black Powder. Die haben sie da richtig verbarrikadiert, ja? Und sind von außen beschossen worden. Und wenn ich so weiter tue, wird es mir ähnlich gehen. Fingerlength. Damn this place. Down this forsaken jungle. It holds a jewel just out of reach and then sweeps your legs out from under you. We've almost made it across that bottomless pit. Some kind of altar beckons from the other side. Under a giant stone face that seems to mock our efforts. Something attacked the camp. Some men claimed it was panthers. Others said something more sinister. Half the crew insist on abandoning the expedition. I had to dress one man down. Made an example of him. All I need is one more day. One more lousy day. Ja, also im Lara Croft-Universum ist das Übersinnliche ja durchaus präsent. Ich sag nur Stormguard auf Yamatai und die Himiko selber oder die Deathless, die byzantinischen Untoten. Im zweiten Teil. Warum sollen da nicht auch so aztekische Grabwächter immer noch aktiv sein? War halt überhaupt kein Problem. Panther waren das nicht, weil Panther schießen nicht. So viel steht fest. Up ahead. Echt? Ah, da sehe ich ja was. Das ist Kauf. Aber ich kann nicht drauf schießen. Ah. Ist das schon wieder ein Bug? Der sollte nicht da sein. Das ist irgendein so Dschungelkämpfer und ich sehe ihn immer noch. Das ist. Sagt. Was ist das für Maschinen? Okay,
Riddle Time, sobald wir weiter geschaut haben. Der Typ ist immer noch da. Sowas ist sehr bedauerlich, dass sowas passiert. Das ist auch bedauerlich, dass du da auch mal zurückrufen, gell? Okay, und jetzt wie er steht. Irgendwas. Ich würde das gerne mit irgendwas verbinden. Ah, da drüben ist was. I6. I see. Das Ding. Jawohl. Cool. They must have abandoned this place in the middle of building it. Ich hab noch nie in so einer Challenge-Tomb Feindeinwirkung gesehen. Ich hoffe, dass das so bleibt, weil Tomb Raider kann stressig genug sein. Was? Interesting. Jetzt kann ich da aufspringen und das bringt mir das. Bringt man nicht viel. Gut, das ist aber auf jeden Fall der Way Out. Aber ich will ja noch weiter. So, weiterziehen. Nö. Warte mal. Das Ding kann man mit irgendwas verbinden. Aber mit was? Okay, I see. Ja doch, ich glaube, ich kapier's. Passt. Ich muss jetzt das da zurückziehen.
hängt die Gondel in der Mitte. Dann kann er über die Gondel. Da umhüpfen. Dann bewege ich das da retour. Verbind das da mit dem da. Das wird interessant. Ja, ja, das mag ja sein, aber komme ich da überhaupt wieder. Ah! Shit. Okay, das war ein Double Jump gewesen. Vollkommener Hirnfehler meinerseits. Aber das passt, das hat Equip gespeichert. Hüpf, hüpf, genau. Homie. Und jetzt wird es wirklich interessant und die Theorie aufgeht. Das Seil dabei reißt. Doch, es reißt. Shit. Ganz außer Acht lassen, muss da oben basiert. Das Ding da hat sie. Na, keine Ahnung. Kriegen. Ist das zeitverzögert? Es ist zeitverzögert. Renn! Moment, verzögert das vielleicht noch länger? Das kann sein. Das kann sein. Geil. Made it. Sehr geil. I freaking did it. Ja, aber die Briten haben es offensichtlich auch geschafft, also so viel besser war ich jetzt da wieder nicht. Kakao! Meier Kakao war jetzt gut.
Here, under the watchful eye of one of the Lords of Death, lies the gate to Shabalba, where all must travel when transitioning from this life to the next. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Tobi oder wie? Die Geräusche sind aber Wahnsinn. Ich will doch nicht, Tobi, was ist das? To go. Das sagt uns gar nichts. Ja, Tommy. Da steht ein Hauptteil. Also so ein so Hauptschrein, so wie das. Ah. With whom? Why? Where? Wie? Was da will? Das hilft nichts. Okay, Lara. Ah. Puh. Ah, Schmerz. Tempo. God damn it! Stop throwing shit at me! Das ist sicher irgendein einzelner Spinner. Den seine Eltern, weil er so ein Arschlochkind war, im Dschungel ausgesetzt haben. Jetzt real gut. Das ist ja super. Nuggets, 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 Nuggets. So. Lesen, schnell, bevor wieder irgendwer ins Kreuz schießt. Now to find my way out. Eagle's Perch. Geschenkt kriegt, super. Complete Underworld Gate. Fucking mysterious. Sicher wieder Gold? Sicher. Etwa. Super! Sehr, sehr geil! Ich glaube, ich bin ja schon draußen. Geil! Au! Ah! Super! Ei steht drauf. So, dann müssen wir ins Hummi ballern. Das Mysterium, wer uns da allerdings mit Dingen beworfen hat. Ah, geil! Gorilla-Rutsche funktioniert wieder. Juhu! Bleibt vorerst ungelöst. Ich möchte nur wieder retour zum Jonah. Hallo? Was ist da los? Ah. Ah, totale Lag jetzt. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg zurück zum Jonah.
Ja. Na, sag einmal, schmiert man sich das letzte Game dann ab, oder was? Find anything? Another of those Maya altars, and... And what? An old camp gone to ruin. We should keep going. Right. Ja. Jonah, jetzt beruhig dich mal. Ich muss mehr beruhigen. Wir sollten mal leveln. Wir haben ein Skillpoint zur Verfügung. Was ist das? Equal Sight, Monolith, Treasure Chests, Archivist Maps, Explorer Backups, Backpacks. We're using Survival Instinct. Das kommt auf diesen Ort. Bringt jetzt das was. How will we know when we're back on track to find the hidden city? My ruins are bound to stand out, right? Right. Ja, jetzt hat das einen Sinn, dass ich mir die Fähigkeit kaufen muss. Gut, was ist das jetzt? Eagle's Perch, increased speed when climbing. Ah, okay. Ja, das war das, was ich geschenkt gekriegt habe. Super. Super. Okay. Kann ich noch was für meine Waffen verbessern? Schauen wir mal. Ja, kann ich auch. Und zwar. Oh, Wax String. The Wax String improves flexibility, which makes drawing smoother and faster. Ist gekauft. Okay, Ladles. Und mit dem Upgrade und dem befriedigenden Gefühl, die erste Challenge Tomb in Tomb Raider, also in Shadow of the Tomb Raider, erledigt zu haben, verabschiede mich jetzt. Im Hintergrund lohnt der Noah gemütlich einen Meil. der arme Hund, echt, hey, an der Leine von der Lara durch die Weltgeschichte. Aber naja, für die Liebe. Naja, was wollte ich sagen? Wir sind jetzt in der Episode 2 ganz beschissene Bugs aufgefallen und die sind, ja, wenn nicht nur Immersion Breaking, ob einem gewissen Ausmaß vielleicht sogar Game Breaking. Das war das eine Mal den Puma 700 Mal ins Gesicht schießen, ohne Effekt. Er hat sich nicht bewegt, das war ihm wurscht. Und das andere Mal, die mysteriöse Figur, die nur sie anspricht und offensichtlich auch nur sie hätte sehen sollen. Also irgendein alter Flocke in Stammesbemalung mit Federn um die Mütze, der da irgendwo im Gebälk oberhalb von mir gestanden ist und dann dort aber auch hängen geblieben ist und sich nicht mehr wegbewegt hat und den man auch nicht anschießen können hat. Und sowas ist natürlich... Sowas gefällt mir gar nicht. Eidos, bitte mach das heile, okay? Die Tomb an sich, also die Challenge Tomb, super. Ohne Hilfsmittel... Spitze. Echt cool. Wie früher, da was da auch jeden Sprung, jede Kanten zuerst vorstellen musst, aufmalen musst, deine Routen mehr oder weniger vor dem inneren Auge und dann probieren, ob der Plan funktioniert oder nicht. Das ist cool. Das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Ja. Hat allerdings auch gedauert und deshalb beenden wir die Episode und den Weg von Lara und Jonah in Richtung von Quetzalcoatlhausen. Oder wie es dort heißt. Im Dschungelloch am Ende der Welt. Für heute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, treten Sie in den Schatten des Tomb Raiders. Für denkt dabei und Wiley dabei out.